Video losgeht, habe ich noch eine kleine Ankündigung für euch. Wie viele von euch wissen, stehe ich ja im Kontakt mit Alpi und der Junge hat sich bei mir wieder gemeldet und hat einen neuen Kanal eröffnet. Warum er das Ganze macht? Er hat seine Gründe. Er bringt nächste Woche, glaube ich, ein Video dazu. Es steht auch schon ein bisschen in der Beschreibung des Channels. Ich habe den unten ganz am Anfang verlinkt, seinen Channel. Checkt den auf jeden Fall aus. Ich finde es auf jeden Fall richtig geil, dass er das macht. Ich unterstütze ihn dabei. Mehr will ich mich dazu eigentlich nicht äußern. Eine Sache noch, er hat mir gesagt, ihr dürft die Kommentarbox zuballern mit Fragen. Er wird die mal durchschauen und die ein oder andere Frage sogar beantworten. Deswegen viel Spaß mit dem Video und abonniert seinen Channel natürlich. Moin Moin ihr Landratten, was geht ab? Und willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute fahren wir wieder mit den Motorrädern ein bisschen rum. Eva ist auch dabei. Wir wollen mal wieder nach Hadrin, da wo die Full Moon Party war. Da gibt es so einen geilen Weg, den man lang gehen kann. Wir wollen ein bisschen Drohnenaufnahmen machen. Später gehen wir nochmal an denselben Platz mit der Sandbank, wo es auch geile Fotos auf Instagram gibt. Schaut da mal vorbei bei I Am Blackout. Bisschen Selbstwerbung. Und ja, ich habe richtig Bock auf den Tag. Noch den letzten Tag ein bisschen mit Drohne genießen. Bisschen was Geiles an Videos raushauen. Deswegen, wir fahren jetzt erstmal los mit den Bikes. Viel Spaß. So, die Pläne haben sich ein bisschen geändert. Wir sind von der Zeit richtig zu spät losgekommen. Und jetzt guckt euch mal die Strecke an. Ich glaube, auf dem Bild, auf dem Video kommt das gar nicht so einem steil vor. Aber das ist eine richtig steile Strecke. Die anderen zwei fahren nach Hause. Die preparen die Drohne. Mit denen machen wir gleich geile Aufnahmen. Und ich fahre hier nochmal los. Gebe ein bisschen Gas. Und fahre mal die Strecke hier. Darauf habe ich richtig Bock. Oh, guck mal. Das ist eine richtige Strecke für das Bike hier. Das macht richtig Laune. Eigentlich ist hier in 20 Minuten ist hier ein richtig geiler Strand, wenn man hier lang fährt. Aber die anderen wollten hier nicht lang fahren, beziehungsweise mit den Rollern schaffst du das gar nicht. Da brauchst du schon so ein Crossbike hier. Deswegen drehen die jetzt wieder um. Wir müssen auch in 20 Minuten, 20 Minuten wäre schlimm, in 2 Stunden die Bikes zurückbringen. Und deswegen bleiben wir jetzt erstmal hier, filmen ein bisschen mit der Drohne. Hier ein bisschen, der Junge ist richtig verschlammt. Oh, das bockt richtig auf jeden Fall. Und ich gebe hier ein bisschen Gas. Oh. Hier muss man aufpassen, die Reifen blockieren hier direkt. Oh, Schmetterlinge, fast überfahren. Jetzt bin ich hier mitten im Dschungel. Hier irgendwie eine Aussicht hat. Irgendwie bin ich hier falsch. Auf jeden Fall. Die wohnen hier mitten im Inland. Ich fahre mal lieber wieder zurück. Nachher kriege ich wieder Ärger. Ich bin mit dem Motorrad, habe ich ein paar Wheelies gemacht. Und hier auf der Insel kennen sich alle. Da hat so ein Shopbesitzer so gemacht, so immer runter. Ich so, hä, was will der? Habe es gar nicht gecheckt. Hat er sein Handy rausgeholt. Und hat dann den Verleiher von dem Teil hier angerufen. Und dann hat er mich echt gesucht und auch gefunden, kam zu mir und ist voll ausgerastet. Keine Wheelies, no jumping, no jumping. I fine you. Er wollte mir eine Strafe geben. Hey, ich hab gesagt, was für Strafe, Digga. Ich fahr doch nur das Bike, was ich mir von dir ausgeliehen habe. Was gehst du mir jetzt auf den Sack? Lass mich doch damit einfach fahren. Dann mache ich halt keine Wheelies mehr, aber eine Strafe kannst du mir auf keinen Fall geben. So, jetzt kommt wieder der Scheißteil. Hier bin ich nur am Bremsen. Ich weiß, auf der Kamera sieht es nicht so krass aus, aber mein Hinterrad ist nur am Blockieren gerade. Es rutscht nur, mein Hinterrad. Das ist richtig krass. Schon steil hier. Also mit dem Roller würde ich das auch nicht machen. Ich habe ja hier Gänge. Ich kann ja im ersten Gang komme ich auch schon kaum hoch hier, gefühlt.
Deswegen kann man das verstehen. Ich hoffe, wir kriegen da unten jetzt mal richtig geile Drohnenaufnahmen hin. Müsste aber passen. Rutsch, rutsch, rutsch. Ich bin nur am Rutschen. Muss man auch gut gegenlenken, damit das Rad nicht hinten ausbricht. Auf jeden Fall sind die anderen schon weg. Aber den Spaß habe ich mir nicht nehmen lassen. Huch, jetzt hier hinzufallen wäre peinlich. Hier ist schon alles aufgebaut. Ready for the drone? Zurückgebracht, waren jetzt auch auf unsere Passports, die wir zurückkriegen. Guckt euch mal das an. Ich bin mal jetzt auf eure Meinung gespannt. Sagt mal, wie findet ihr das in Gold? Ich finde, das sieht richtig fett aus. Ein bisschen krass, aber ich finde es geil. Was sagt ihr dazu? Passport ist da. Schreibt es mir in die Kommentare, hoffentlich. Hoffentlich? Warum habe ich denn hoffentlich gedacht? Keine Ahnung. Let's go? Auf jeden Fall hat das so einen Spaß gebracht, mal wieder mit dem Teil. Es werden jetzt erstmal Vlogs kommen von der Kawasaki. Die von der Honda kommen dann später. Ich bringe halt alle zwei Tage erstmal welche und dann mal gucken, wann überhaupt irgendwie was kommt. Das ist dann alles ein bisschen zeitversetzt. Aber bei Moto Vlogs ist das ja nicht so schlimm, das geht klar. Wir haben auf jeden Fall ziemlich coole Aufnahmen gemacht, richtig geile Sachen hinbekommen. Und ich denke mal, dass wir jetzt nochmal an Strand gehen, in so ein geiles Beach-Restaurant, weil wir morgen ja auch schon die Insel verlassen. Und ja, da chillen wir ein bisschen, laden unsere Dinger auf, füllen unsere Mägen und warten auf den Sonnenuntergang. Und sobald die Sonne geil aussieht, starten wir nochmal die Drohne, filmen nochmal ein bisschen und machen noch ein schönes Ende des Videos. Freue ich mich drauf, war auf jeden Fall eine richtig geile Zeit in Koh Phangan. Und wenn ich nach Hause komme, hole ich mir auch goldene Felgen. Just find a way to get lost. Yeah, we'll find a way to get lost. So find a way to... Since we were fine.